Ja, hallo liebe Freunde, ich habe schon mal Platz genommen, heute wieder in einem absoluten Prachtstück der Baureihe 06. Das ist ein Mercedes Tourenwagen 680S von 1927. Damit hat praktisch Daimler-Benz seinen Weltruhm begründet. Und ja, absolut irres Auto, den fahren wir jetzt für euch. Haben wir gerade bekommen, der Wagen ist restauriert mit ganz tollen Originalteilen von einem Spezialbetrieb gemacht, der sich darauf richtig versteht. Und ihr werdet jetzt mal sehen, wenn ich den anmache, was für ein Trommelfeuer da losgeht. Das ist ein Sound. Das ist ein Sound. Ja, das ist ein Mercedes 680S. Vorgänger ist ja gewesen der Mercedes 630K. Und man hat dann bei diesem Auto hier wesentlich was verändert. Die waren da bis zu dem Zeitpunkt relativ hochbeinig. Man hat hier einfach einen Schwerpunkt verlegt, 30 cm nach unten und 30 cm die Maschine nach hinten versetzt. Mit dem Ergebnis, dass das plötzlich reine Rennwagen waren. Es sind von den Autos nur ca. 140 Fahrgestelle gebaut worden, als S, als SS und als SSK, und dann gab es noch ein Rennsport-S. Und das sind aus meiner Sicht die faszinierendsten Mercedes, die jemals gebaut wurden von Daimler-Benz. Die gab es auch nur 6 Jahre lang. Die sind gebaut worden von 1927 bis 1933. Dann war Schluss damit. So ein Wagen wiegt immer noch 2 Tonnen, aber zu der Zeit damals war das das Modernste, was es gab. Der hatte zwar Starrachsen und Seilzugbremsen für die Trommel, hat ja riesige Trommeln vorne, aber das ist ein Auto gewesen, was zu der Zeit, Ende der 20er Jahre, absolut faszinierend war. Ich merke jetzt schon bei dem Auto, dass der super läuft. Wir müssen auch gleich nochmal einen Bremsentest machen, das ist nämlich wichtig bei so einem Wagen. Aber es ist also wirklich faszinierend, allein dieser Sound von so einem Auto. Dementsprechend sind die Autos natürlich heute auch recht teuer, also so preiswert gibt es so einen Wagen nicht. Aber ich muss nochmal die Bremsen testen, ganz kurz. Wir müssen immer alles erst nochmal testen, das machen zwar unsere Jungs auch, aber ich muss ein Gefühl für so einen Wagen bekommen, weil jedes... Ja. Ja, sonst wohin, aber er hält jedenfalls nicht an. Aber wozu sind Bremsen auch da, mein Gott. Nein, nein, Spaß beiseite, nur seid vorsichtig fahren. Aber der Wagen ist so toll restauriert worden, hat auch diese wunderschöne Farbgebung mit den schokoladenbraunen Kotflügeln. Und sonst ist er in so milchigen Dunkelgrün eine wunderschöne Farbe. Hat das tolle Lenkrad hier, schaut euch das mal an. Genauso authentisch ist er gebaut worden. Also unser Auto ist von einem Engländer seinerzeit bestellt worden. Fahrgestell und Motor, Karosse, die ist irgendwann untergegangen, sage ich mal. Die hat man erneuert. Aber jetzt hört euch das mal an. Fast 7 Liter Hubraum, was das für ein Sound ist. Das ist ja absolut gigantisch. So, so ein Wagen erzeugt 120 PS ohne Kompressor. Und mit getretenem Kompressor 180 PS und war dann als Tourenwagen immerhin 170 Stundenkilometer schnell. Bei CW-Wert war damals auch ein Fremdwort, das finde ich ist eine Wahnsinnsleistung. Oh, der fährt ja toll, was? Was ein Motor. Ja, hier vorne kann man Stundenkilometer sehen, Tacho bis 200. Drehzahlen könnt ihr hier vorne ablesen. Wobei normalerweise vermisse ich eigentlich den großen Rundendrehzahlmesser. Das gab es beim SSK. Vorne ist die Zündeinstellung und der Leerlauf. Den können wir, glaube ich, jetzt ein bisschen runternehmen. Aber ich sage mal, hier ist natürlich der ganze Mann gefordert, weil das Auto 2 Tonnen wiegt.
Es gibt weder Servolenkung noch eine Servobremse. Man muss sehr, sehr aufmerksam fahren. Und das haben sich seinerzeit auch mit dem Auto eine ganze Menge Leute totgefahren. Der berühmteste Fahrer von allen auf dem 680S oder auf dem SSK ist seinerzeit Rudolf Caracciola gewesen. Oh. Scheiße. Oh, das war jetzt so. Naja. Das war knapp jetzt, naja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Das ist natürlich jetzt eine herrliche Landstraße. Heute haben wir auch das richtige Wetter wieder. Ein Wahnsinnsgerät ist das. Also so auf der Landstraße lenkt er sich relativ leicht. Man spürt, dass die Maschine super in Ordnung ist. Der klingt ganz toll. Der schaltet sich auch gut. Getriebe ist aber nicht synchronisiert. Oder beißt richtig zu, ne? Aber vom Lenkradius, also da muss man schon wirklich zirkeln. Ich weiß gar nicht, was der für einen Wendekreis hat, aber einen ziemlich großen. Übrigens hat das Auto einen Verbrauch von ungefähr 25 Litern und hat dementsprechend einen Tank von 120 Litern, 120 Liter Tank. Aber er schiebt richtig an und ich habe ja noch gar keinen Kompressor getreten, überhaupt nicht. Also Power hat er ganz schön. Wie gesagt, 6800 Kubik bewegen hier 2 Tonnen und im Moment sind ja bloß 120 PS hier dran, mit Kompressor 180. Da muss so ein Wagen, also gerade am Anfang fahre ich ihn immer ein bisschen vorsichtig. Man muss so ein Auto erfüllen, man muss merken, wie der läuft. Und die Bremsen zu der Zeit waren halt eben noch nicht das, was sie heute sind. Aber sowas kann man verbessern, wenn man es einstellt. Es gibt für diese Autos weltweit 3 der 4 Top-Spezialisten und da muss so ein Wagen auch gewartet und gepflegt werden, weil die kennen sich aus, die machen nichts anderes. Das ist übrigens mal ein Auto, der aus den USA dann kam, also bis 1940 war die Geschichte bekannt. Und ihr wisst ja, der Name Ligolike, der hat ja viel mit diesen Autos zu tun gehabt, so auch mit dem Wagen. Da lässt sich eine ganze Menge nachvollziehen und nachverfolgen. Weil der hat einen Sound, was ist ja einmalig. Also der Sound vom SSK ist durch nichts zu toppen. Übrigens, nachdem Caracciola auf Nürburgring und anderen Rallyes so ziemlich jedes Rennen gewonnen hat, kam dann die Zeit der großen 8-Zylinder. Der Alfa Romeos, die waren leichter, die waren handlicher. Und daraufhin hat man dann ab 1933 das gestoppt und da gab es von Daimler-Benz die großen Grand Prix-Wagen. Das Interessante war ja bei den Autos, dass man hier als Privatfahrer mitfahren konnte. Und das konnte man später bei den Grand Prix-Wagen ab 1934 eben nicht mehr. Deswegen sind solche Autos heute sehr, sehr gesucht. Das ist übrigens der Wendekreis von dem Auto, das haben sie uns mal gezeigt hier. Also mehr einschlagen geht nicht, man muss genau zirkeln. Hier ist der Anschlag, mehr funktioniert nicht.
Na gut, fahren wir mal weiter. Ja, da war Autofahren noch richtig Muskelarbeit. Also Aufmerksamkeit erfordert der Wagen. Vor allen Dingen deshalb, weil er null Servolenkung hat. Man spürt die 2 Tonnen, es können noch 3 Tonnen sein. Aber die Maschine ist faszinierend. Also so ein Motor. Aber Drehmoment hat er. Der Wagen hat übrigens 430 Newtonmeter. War natürlich gigantisch viel für die damalige Zeit. Ich kann nicht mehr. Und das. Naja. Was? Fehlzündung, ne? Boah, Junge, Junge, du. Also ich sag mal, ich muss ganz ehrlich sagen, das Auto ist schwer zu lenken. Und zwar hat das ganz einfach damit zu tun, dass der einen riesen Wendekreis hat. Der hat nämlich 20 cm mehr Radstand als ein SSK oder als ein 680S Rennsport. Das kann man auch sehen. Er ist einfach länger. Also zum Geradeausfahren und zum Gas geben und begeistert Autofahren ist das Auto faszinierend. Aber wehe, man muss um eine Kurve, das muss man genau zirkeln. Oder wehe, man muss einmal drehen auf einer Straße. Ihr kriegt ihn im Stand so gut wie gar nicht bewegt. Das ist also richtig schwer. Ja, jetzt mal so ein paar Besonderheiten zum Auto. Er hat ein Verdeck, ein ziemlich langes und großes, haben wir aber wegen des Wetters jetzt unten gelassen. Er hat relativ viel Platz da hinten. Man hat das farblich toll gemacht. Ich finde die dunkelbraunen Kotflügel zu dem braunen Interieur, das ist toll gemacht. Auch das Armaturenbrett vorne ist exzellent. Das Auto hat sehr, sehr viele Originalteile. Wie gesagt, er ist voll restauriert. Die Karosse ist auch noch aufgebaut, aber er hat eine Zulassung von 1927. Und das garantiert, dass er damit sämtliche Veranstaltungen mitfahren könnt. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, in dem Auto sind wirklich die teuersten und nach Möglichkeit originale Teile auch verbaut. Es sind nicht alle original, aber perfekte Nachfertigungen. Und das kann man dem Wagen, glaube ich, wirklich ansehen. Man merkt das auch an der Maschine. Also was die Fahrerei angeht, die Maschine ist erste Klasse, gehört mit zu den besten, die ich bisher hatte. Schaltung ist durchschnittlich, das ist okay. Die Bremsen muss man ein bisschen justieren. Aber so vom Fahren her, also ich weiß, es gehört gar nicht in eine elektrische Servolenkung, aber das würde das Auto um 300% leichter fahren lassen. Man merkt das Gewicht und man sieht ja auch, das ist ein echter Bolide. Schaut euch mal diesen tollen Kühler an. 6,8 Liter Hubraum, er hat 28 Liter Kühlflüssigkeit. Hier die schönen originalen Bosch-Lampen, das sind die echten, da steht Bosch auch hier vorne drauf. Dieser Kühler hat einen 7-Rippen-Kühler, gab es auch in 8 Rippen, das war dann der Mercedes SS. Der hat dann sogar 200 PS geleistet, er hat 180, aber das ist also für die damalige Zeit gigantisch gewesen. Deswegen haben die damit ja auch jede Menge Rennen gewonnen.
Also das Auto hier ist auf jeden Fall Deutschlands große automobile Vergangenheit. Und man muss es so sagen, automobile Vergangenheit. Ich hoffe und bete dafür, dass das auch eine Fortsetzung hat. Wie es im Moment läuft, leider nicht. Aber schaut euch das mal an, was deutsche Ingenieure in den 20er Jahren fertiggebracht haben. Was das sensationelle Autos von Welt und Weltrang und Weltruhm waren, die man damals geschaffen hat. Das ist auch der Grund, weshalb solche Autos heute so teuer sind. Wenn so ein Wagen komplett echt und original ist, kostet er 6 Millionen. Bei unserem Auto, der liegt ein bisschen drunter, aber kostet natürlich auch siebenstellig, das ist ja klar. Aber schaut euch mal diese tolle Form, diese tolle Linie von dem Wagen an. Das ist einfach fantastisch. So, hier der Wagen hat ja Speichenräder, könnt ihr hier sehen. Das muss mit den entsprechenden Kupferhammern dann geöffnet werden. Hier das originale Mercedes-Benz-Logo aus der Zeit. Hieß ja bis 1926 noch DMG, Daimler Motorengesellschaft. Das war danach Mercedes-Benz. Da hinten sind die ganz großen Kupfertrommeln. Dann habt ihr, wenn ihr mal guckt, hier vorne kann man es gut sehen, die Blattfedern. So ist der Wagen aufgehängt und den Rahmen hat man, wie gesagt, vertieft. Der ist deutlich tiefer. Dadurch hat der Wagen auch einen tieferen Schwerpunkt und war entsprechend sportlich einsetzbar damals. Hier vorne nochmal ein Blick auf die großen Trommeln. Natürlich mit Seilzug. Hat die richtigen Räder auch drauf. Die Blockley-Reifen könnt ihr sehen. Und dann, ja, alle Details. Ach ja, die Maschine hat übrigens 6 Zylinder mit Doppelzündung. Die machen wir euch nachher mal auf den Motor. Ist wirklich fantastisch, was das für eine Riesenmaschine ist da vorne. Und er hat auch einen Drehmoment. Also wie der eben hier die Berge hochgefahren ist, fand ich völlig irre. Im zweiten Gang schiebt er so hoch, ohne zu zuckeln, ohne zu mucken. Ein Drehmoment, Wahnsinn. Ja, einer der schönsten Automobile, finde ich, überhaupt, die gebaut wurden. Und weil man damals noch sportlicher fahren wollte, hat man den Wagen teilweise geschnitten und hat aus dem 680S mit dem langen Chassis einfach einen Kurz gemacht, einen Supersport Kurz, das war dann SSK. Gibt aber heute nur noch 6 echte SSK von den ca. 20 gebauten. Der Rest ist verbastelt worden aus 1-2 und so. Das ist leider ein Problem bei den 6-Zylinder-Mercedesen. Aber das ist auf jeden Fall ein tolles Auto, ein gutes Auto. Fehlzündung hat was. Boah, Schubbetrieb, das Ding knallt ja, das ist ja Wahnsinn. Aber laufen tut die Maschine toll. Also es war wieder mal eine absolut faszinierende Probefahrt. Wir sind jetzt ungefähr 25 Kilometer gefahren mit Mercedes 680S Tourenwagen von Daimler-Benz. Einer der tollsten Konstruktionen, die Mercedes jemals gebaut hat. Ha ha ha.
faszinierend, ne? Geiles Ding. Das war jetzt ein bisschen eng. Ihr seht, welchen riesigen Wendekreis er hat. Aber völlig faszinierendes Auto. Nichts für Briefmarkensalber, nur was für ganz harte Jungs. Also, ja. Achso. Ach ja, die Maschine machen wir noch kurz auf. Machen wir mal auf. Man ist da. Kannst du mal kurz... So, jetzt haben wir für euch nochmal die Maschine geöffnet. Mercedes 680S. Das ist der Motor. Hier könnt ihr hier vorne auf der Motorbeplankung sehen. DMG, das heißt Daimler Motorengesellschaft. Auto ist ja aus dem Baujahr 1927. Hier vorne Doppelzündung, jeweils zwei Zündkerzen pro Zylinder, 6,8 Liter Hubraum, 120 bzw. 180 PS. Und das hier vorne ist der Rootskompressor, das ist der Elefantenkompressor, womit er dann die 180 PS leistete. Und wie gesagt, dann ist so ein Wagen 170 Stundenkilometer schnell gewesen. Ich weiß gar nicht, wo man das 1927 eigentlich gefahren ist. Wahrscheinlich auf dem Nürburgring oder so. Denn Autobahn, das ging da zu der Zeit ja eigentlich erst los. Ja, Zustand toll, das könnt ihr sehen. Auto ist voll restauriert, befindet sich in einem wirklich guten Zustand. Weil bei so einem Auto muss dann immer noch mal so eine Art Übergabeinspektion gemacht werden. Alles gecheckt, alles geprüft, alles optimal eingestellt. Und dann passt so ein Wagen auch. Ja gut, das war unser Film. 680S Tourenwagen, ungefähr 25 Kilometer. Auto läuft klasse, Bremse zieht bisher nach rechts. Das kann man aber machen. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zu unserem nächsten Film. Euer Stefan aus Bayern, bis dahin und ciao.